Wenn man einen akuten Schwindel empfindet, ist es wichtig, sich erstmal aus der Gefahrenzone zu bringen. Leidet ein Patient sehr häufig an Schwindel oder immer wiederkehrend, kann das zum Beispiel an Nachwirkungen eines zurückliegenden Ausfalls eines Gleichgewichtsorgans liegen. Es kann auch daran liegen, dass er einen sogenannten Lagerungsschwindel hat, wo er bei Positionswechsel Drehschwindel auslösen kann. Es kann aber auch sein, dass er unter einer anderen Anfallserkrankung des Nerven des Gleichgewichtsorgans leidet. Wenn man einen akuten Schwindel empfindet, ist es wichtig, sich erstmal aus der Gefahrenzone zu bringen. Das heißt, dass man sich zum Beispiel hinsetzt oder hinlegt, um nicht umzufallen und sich vielleicht versehentlich etwas zu brechen. Es ist auch wichtig, dass man den Kreislauf in Gang hält, das heißt, die Muskulatur bewegt, zum Beispiel mit den Händen pumpt oder die Beine bewegt. Aber es ist auch wichtig, wenn man merkt, man hat den Tag über vielleicht nicht ausreichend gegessen oder getrunken, dass man dann auch Wasser zu sich nimmt und vielleicht auch etwas Zucker, natürlich bei Diabetes. Ist hier Vorsicht geboten, aber es ist häufig so, dass dadurch der Kreislauf angeregt werden kann, wenn es dann auch zum Beispiel in Stresssituationen zu einem Kreislaufproblem gekommen ist. Entsteht Schwindel nach dem Aufstehen, kann dies häufig einer Kreislaufregulationsstörung geschuldet sein. Das bedeutet, dass das Blut aus dem unteren Teil des Körpers nicht schnell genug nach oben gepumpt wird, in den oberen Bereich oder in das Gehirn. Und dieses ist dann durch das Aufrichten kurzfristig weniger mit Sauerstoff versorgt. Da kann es helfen, wenn man vorm Aufstehen schnell noch einmal die Beine bewegt oder die Muskeln anspannt oder die Bewegung langsamer ausführt, als man es eigentlich vorhat.